Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Benny, BK Performance, und werden euch heute mal aufklären über die Generation des TFSI. Da gibt es nämlich so viele, dass selbst ich, der wirklich VW und Audi affin ist, bis heute noch nicht ganz so den Durchblick hat. Wenn es aber jemanden gibt, der den Durchblick hat, dann ist es Benny. So, das Ganze machen wir folgendermaßen, weil heute hinter der Kamera ist nämlich Dominik. Hallo. An der Stelle, hallo Dominik. Guten Tag. Dominik, der eine oder andere kennt ihn von euch, hilft uns immer so viel, dass ich gesagt habe, da sein 5er GTI leider jetzt einen Motorschaden hat, müssen wir ein bisschen unter die Arme greifen und begleiten das Ganze und zeigen euch einfach mal so ein bisschen die Leidensgeschichte und zugleich die Ära des 2.0 TFSIs. Ja. Geht ja schon los, TFSI, TSI, gibt es ja haufenweise. Genau, viele Begriffe in der unterschiedlichen Zeit, die da halt für aufgetaucht sind, was aber eigentlich immer das Gleiche beschreibt. Mhm. Na, genau. Mal ganz kurz vorab, was würdest du grob tippen in deinem Leben, wie viele 2.0 TFSI, TSI Motoren du schon so gebaut hast, in Händen hattest? Viele. Ja, es sind wirklich viele. Viele. Viele, ja. Heißt aber schon so in Richtung dreistellig wahrscheinlich, ne? Ja, doch, definitiv, ja. Also sind schon wirklich über die Jahre echt so sehr viel. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen, weil eigentlich muss man ja schon sagen, ist es ein geiler, guter Motor. Das ist ein absolut geil konstruierter Motor. Klar, auch mit Schwächen, aber die hat einfach jeder Motor. Die muss man einfach nur kennen. Es geht damit los, erstmal TFSI heißt nicht wie der alte 1.8T ein Saugrohreinspritzer. Richtig. Das heißt nicht in der Ansaugbrücke ein paar Einspritzventile, die in die Brücke ins Saugrohr einspritzen, sondern mit Einspritzelementen, die direkt in den Brennraum gucken. Richtig. Hier unten. Sieht man jetzt hier, das ist jetzt in dem Fall ein Generation 3 Motor, in dem Fall Golf 7 GTI. Mhm. Oder auch überbegrifflich MQB Plattform, das hält Generation 3 Motor. Aber erstmal ganz kurz die Basics. Ja. TFSI und großer Unterschied, wir gehen auch hier mal rüber. Der alte 1.8T damals war ein 5-Ventiler. 1, 2, 3, 4, 5 Ventile, wie mein Limo-Motor. Dreimal Einlass, zweimal Auslass. Richtig. Und hier haben wir, da kommen wir später drauf, weil der Zylinderkopf liegt da hinten, 4 Ventile. Ja. So, und ich glaube, diese beiden Sachen plus das Steuergerät ist, glaube ich, war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass die Dinger so gut laufen. Die sind halt super effizient geworden, die Motoren. Ne? Und mit der Direkteinspritzung war halt auch eine höhere Verdichtung möglich. Und durch die höhere Verdichtung laufen die dann halt schon generell besser. Ne? So, und jetzt kommst du, Benny, erzähl mal die Generation des Motors. Ja, hier ging es eigentlich los. Typbezeichnung EA113, EA113, das ist vom Grundaufbau eigentlich ein modifizierter 1.8 Turbo. Das heißt, wenn man jetzt hier so den ganzen Block sieht, ist das ähnlich einem 1.8 Turbo. Man könnte jetzt zum Beispiel einfach, oder anders, die 1.8T wurden dann gerne aufgerüstet, zum Beispiel mit den 2 Liter TFSI-Wellen. Mhm. Es passt einfach alles komplett rein. Ist auch gefühlt immer noch ein 827er Block, ne? Ist das auch. Ja. Definitiv, nur halt mit ein paar Detailänderungen halt, ne? Weil jetzt war es so, die Nicht-Toro-Motoren damals, die guten alten 16Vs, die waren schon, wie der Name sagt, 4-Ventiler. Dann erste Toro-Motor, 1.8T, 5-Ventiler. Ja, richtig. Ich glaube, das wurde damals aus irgendwelchen emissionstechnischen Gründen auch gemacht. Das kann durchaus sein. Dass die das irgendwie hinbekommen haben durch die 5 Ventile, also die 3 Einlassventile, haben die irgendwie so in Teillast so eine gute Durchbrennung hinbekommen. Ja, und die hatten dann ja noch diese Trumble-Kanäle. Mhm. Ne? Den Trumble-Kanal, genau. Genau, und das hatten die RS4 dann, glaube ich, nicht, ne? Doch, RS4 auch, die Sauger hatten es nicht. Also die Turbomotoren hatten sowohl RS4 als auch. Trumble-Kanal heißt, ist folgendes: Da ist der Einlasskanal nicht einfach mit einem bestimmten Winkel aufs Einlassventil, sondern man hat quasi wie eine Rampe reingemacht, wie eine Kurve. Ja. Das heißt, es ist übertrieben gesagt, jetzt muss ich kurz überlegen, wie rum es war. Es war so rum, das heißt, die Gase sind flacher aufs Ventil. Mhm. Und ich glaube, deswegen konnten sie in Kombination mit dem 5-Ventiler extrem breit in den Brennraum einströmen. Also an den Zylinderwänden lang. Und deswegen im Teillast war die Durchmischung so gut. Sagt man Durchmischung? Nee, wie sagt man eigentlich? Kommen wir aufs Wort nicht, aber ihr werdet es wissen. Auf jeden Fall, Fakt ist, das waren so die Zeiten, wo das mit Abgaswerten losging. Und da waren die, glaube ich, so gut. Da unterscheidet sich dann aber definitiv der RS4-Brennraum, ne? Weil der ist kreisrund, ne? Genau. Genau, und hier hast du halt nochmal dieser. Die Einbuchtung, die Quetschkante. Ne? Die Quetschkante. Die Quetschkante, ja. Die wird garantiert auch mit Grund für, ja, wo wir gerade das Wort für gesucht haben, für die Gemischaufbereitung bzw. für das Brennbild mitverantwortlich sein. Ne? Die wurde dann ja auch ganz gerne mal entfernt, wenn man ein bisschen Verdichtung runternehmen wollte. Ne? Wie ist das 1.8T zu 2.0 TFSI drehmomenttechnisch, also so ansprechverhaltenmäßig? Wesentlich besser. Der TFSI. Mhm. Klar, ist 2 Liter hochverdichtet. Ja. Nockenwellenverstellung kommen wir später überall noch zu. Ja. Aber klar.
Okay, E113, Gen 1 quasi. Beziehungsweise Gen 2 oder gibt es keine Generation. Das genau. Ist immer E113. Richtig, gab es dann aber ein paar Systemunterschiede. Es gab die Kleinmotoren, ich sag mal die Kleinmotoren ab 200 PS. Mhm. In unterschiedlichen Stufen und dann gab es die großen Motoren, wie zum Beispiel im Golf R mit 270 PS, im TTS 272 PS, das waren die großen Motoren. Die kamen erst eigentlich später. Mhm. Es hat angefangen mit dem 200 PS, der hatte dann zum Beispiel als Unterschied, die hatten dann zum Beispiel Stahlhauptlagerblöcke. Mhm. Die waren sehr massiv, sehr gut gebaut. Hier, ich weiß nicht warum, irgendwann haben sie es dann geändert und es sind ganz normale Gussblöcke wieder geworden. Stellt jetzt kein Problem dar, es reicht auch für viel Leistung, aber das auf jeden Fall als Hauptunterschied. Das heißt, E113 war verbaut Golf 5 GTI? Golf 5 GTI, genau. Dann zum Beispiel kam der Golf 6, da kam die erste 888er Generation. Mhm, dieser? Diese Bauform, sage ich jetzt einfach mal. Richtig. Hast du dann aber das Sondermodell Edition 35 genommen, haben die einen Rückschritt von der Motorelektronik sowie vom Motor auf 113er gemacht. Mhm. Die waren eigentlich schon bei MED 17 Motorsteuerung und sind dann wieder auf eine MED 9 zurück mit der alten Technik. Und genauso ging es dann ja im Polo WRC weiter. Ich glaube, der wurde bis 14 gebaut. 13 oder 14 haben die eigentlich die Blöcke verbaut. Hauptmerkmal, Unterschied zwischen E113 und E888, Steuerkette Zahnrad. Das ist eigentlich so das, woran man es immer dran erkannt hat sofort. Genau, genau. Das ist einfach als Hauptunterschied. Ist dann aber den 113er mit den 888er verglichen eine komplette Neukonstruktion. Hier haben wir ja gesagt, ist sehr 1.8 Turbo ähnlich, 827er Block. Und hier ist es einfach was komplett anderes. Kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Ja, man sieht es alleine schon, es sieht gleich ganz anders aus. Ne? Dann hier die Platte drunter. Ist das richtig Platte, die Kurbelwelle festhält? Ja. Also richtig wie eine... Also anders, du hast, wenn du es zum Beispiel hier siehst, du schraubst die Hauptlagerblöcke sind schon einzeln. Mhm. Die schraubst du dann nochmal seitlich. Mhm. Und diese Platte hat aber auch nochmal Befestigungspunkte. Also es ist quasi, hier sind Löcher. Mhm. Das heißt, du verschraubst noch hier. Und außen. Mhm. Ist natürlich von der Konstruktion her der Tuner-Traum, weil auf dieser kompakten Fläche ist das ein Kurbeltrieb, der halt extrem viel Power ab kann. Ne? Plus Steuerkette? Ja. Was noch sonst anders? Also welche Generation von dem Motor gab es da? Weil ich weiß noch immer, wenn wir bei uns im Online-Shop Ploy inserieren, es gibt da so viele Generationen, E888, Generation 2, 3, kleiner Kolbenbolzen, großer Kolbenbolzen. Genau, es gab dann, ich sag mal, von 20, 21, 22, 23 mm Kolbenbolzen Unterschiede zum Beispiel. Ich sag mal so, das war, hier gab es nur, 20 hat begonnen, dann gab es 21 und Sondermodelle wie Polo WRC bis 22 und die haben dann zum Beispiel schon Standard 23er und DLC beschichtete Kolbenbolzen gehabt. Dieser Motor E888 ging los Golf 6 GTI. Golf 6 GTI, genau. Also ich fasse nochmal zusammen, Golf 5 GTI Zahnrädermotor, Golf 6 GTI Steuerkettenmotor. Ja. Und da weiß ich auch, ging es immer los, alle Angst gehabt mit Steuerkette, hält das, geht das kaputt, wann geht es kaputt, lenkt sich die Kette, liegt es an der Schiene. Wie ist deine Erfahrung? Golf 6 GTI und sowas war da noch ein bisschen vom Problem behaftet. Golf 7 GTI, wir haben extrem viele Kundenfahrzeuge davon. Ich meine, im Zuge der Motorrevision macht man es mit, aber dass die Fahrzeuge einzeln mit einer Steuerkette kommen, ganz selten. Also so gut wie gar nicht. Mhm. Ne, ist eigentlich, ich würde sagen, es gibt keine richtige Problematik. Bevor wir zu Dominiks Motor zurückgehen, ja. Probleme an dem Motor, ich habe schon angesprochen, Steuerkette, Golf 6. Ist aber wirklich so, Golf 6 GTI immer Probleme mit Steuerkette. Ja, da schon mal gerne. Die wird dann zu lang oder was? Ja, was die lenkt sich nach der Zeit, genau. Und dann, ja, im schlimmsten Falle beim Start überspringt das Ganze halt, ne? Und dann gibt es einmal einen Ventilsalat, ne? Sonst? Andere Probleme? Eigentlich ein sehr robuster Motor, auch sehr gut für weiteres Tuning geeignet. Ich sag mal, dann haben alle irgendwann ein konstruktionsbedingtes Problem und das ist der Kolben. Mhm. Dann gibt es die sogenannten Ringschlägbrüche. Das ist richtig krass erst geworden ab dem Generation 3 Motor, wie er halt hier ist. Dass einfach, wir können das gleich mal zeigen, dass die Ringzone richtig wegbricht. E113 auch? Ja, erst aber sehr spät mit richtig Leistung. Okay. Also hier viel ausgeprägter. Ich sage immer noch, das ist ein Riesenthema, einfach Thermik. Wenn wir uns die Zylinderköpfe anschauen, dann ist halt der Hauptunterschied, hier wird das Ganze, hier gibt es keinen richtigen Krümmer. Das heißt, der Krümmer ist im Zylinderkopf. Wir können uns das ja mal angucken. Das wäre jetzt hier der Golf 7 Motor, der Generation 3. Da wird das quasi hier drin schon zusammengeführt. Wir haben relativ kleine Kanäle. Ist natürlich extrem gut für ein gutes Ansprechverhalten, aber natürlich thermisch
heizen wir das ganze System sehr stark auf. Ne? Mhm. Es gibt quasi keinen Abgaskrümmer mehr, sondern der Turbolader wird mit dem Abgasgehäuse direkt herangepflanzt. Genau. Was halt aktuell viele machen, ne? Weil man sieht, und sowas hat man das ja auch viel. Ja, oder wie zum Beispiel hier haben wir zum Beispiel BMW. BMW-Motor, hier im B58 aus der Supra zum Beispiel. Es ist genau so vom Prinzip her. Ne? Okay, und da bist du der Meinung, dass einfach dann so viel Temperatur in dem Kopf und so weiter drin ist, dass dann dementsprechend Brennraumtemperatur hoch geht und Kolben einfach noch wärmer werden. Auf jeden Fall. Das ist jetzt Golf 7 GTI. Das ist Golf 7 GTI. Wie ist das beim Golf 7R? Auch E888 oder auch da wieder zurückgegriffen? Nein, nein, das ist immer die gleiche Basis. Weil bei Golf 5 und Golf 6 war es noch so, okay, Golf 5R gibt es gar nicht, aber Golf 6R ist dann wieder E113. Ja, okay. Ganz genau. Da wurde das unter nochmal geswitcht. Dann. Aber ab Golf 7R ist dann E888-Basis. Richtig, die haben sich dann nur verdichtungstechnisch unterschieden über Kolben. Mhm. Also einfach Brennraummulde im Kolben halt anders. Jetzt ist es allerdings so, es gibt den E888 auch in der Version Generation 2 mit Abgaskrümmung. Richtig, genau. Das wäre dann Golf 6 GTI in dem Falle. Da haben wir dann einzeln Kanäle. Genau. Golf 8. Golf 8 ist so, das wäre der Generation 4 Motor, der ist sehr ähnlich. Wir haben leider noch keinen zerlegt. Ich habe ein eigenes Auto, das kommt bestimmt irgendwann mal. Noch eine. Noch eine, genau. Genau, kommt bestimmt irgendwann mal, aber ist sehr ähnlich von der Konstruktion wie der. Mhm. Also wieder Generation 3 Motor. So, das war erstmal die Basic zum Reinkommen, wie wo was. Nun kommen wir zu Dominiks Patienten. Was ging da so oder was ging nicht? Genau, was ging nicht? Das Problem war, dass auf der Autobahn bei 120 Tempomat auf einmal die Meldung kam, Öldruck Motor aus. Mhm. Und wir dann nach dem Abschleppen gemerkt haben, dass der Motor trocken war und beim Auseinanderbauen ist uns dann aufgefallen, dass die Ölpumpe ausgefallen ist. Ja. Also da gab es das erste Mal bei den Motoren, also ein 1.8 Turbo hat eine klassische Ölpumpe. Die wurde einfach mit einer Kette angetrieben. Man sieht hier das Kettenrad. Und dann saß hier die Ölpumpe und bei den 2 Liter TFSI, erste Generation, wurde dann ein sogenanntes Ausgleichwellenmodul eingebaut. Das heißt, du hast hier so einen riesen Klotz sitzen mit Ausgleichwellen und integrierter Ölpumpe. Und das war dann gerne mal problembehaftet, gerade wenn die Motoren mit Longlife-Öl betrieben worden sind, viel Ablagerungen hatten, gab es dann teilweise Mangelschmierung. Die Siebe sind zum Beispiel zugegangen und dann war das sehr anfällig, dass die eigentlich die Ausgleichswellen sind festgegangen, aber wenn die festgehen, automatisch auch die Ölpumpe keinen Vortrieb und dann haben die Dinger halt gefressen. Ne? Das heißt nicht klassisch Kette Ölpumpe, sondern so ein riesen Koffer hier unten drin, der zusätzlich noch ein paar angetriebene Wellen hat, die so ein bisschen Vibrationsschwingungen und so weiter aus dem Motor wegnehmen. Genau so ist es, genau so ist es. Da ist es dann tatsächlich so, dass die Pumpen kaputt gehen, ja, dass die so anfällig sind. Genau, die Ausgleichswellen klemmen, automatisch klemmt die Pumpe. Tot. Ah, okay, das heißt, eigentlich ist es nur ein Folgeschaden, dass die Pumpe kaputt geht. Eigentlich ja, genau. Mhm. Aber da hat jeder so ein bisschen eine eigene Theorie. Es wird ganz oft beschrieben, dass die 2 Liter TFSI starke Öldruck oder allgemein Ölprobleme haben. Das ist immer nur so halbrichtig, weil das ist immer was auch mit Pflege zu tun hat. Mhm. Ne, sieht der Motor, ich sag mal, oder wird da wirklich nur alle 30.000 dieser Longlife-Wechselintervall gemacht? Das mag der Motor natürlich nicht. Ne? Das heißt, deine Empfehlung, dieses komplette Pumpmodul rausschmeißen und wieder auf eine klassische Ölpumpe gehen? Kann man, wie gesagt, nicht unbedingt sagen. Wir bauen auch ganz viele Motoren, wenn der Zustand davon gut ist und alles schön sauber ist, auch noch mit dem alten Modul auf. Keine Frage, wenn das im guten Zustand ist. Aber das muss man dann halt einfach sehen. Ansonsten Umrüstung auf die 1.8-T-Ölpumpe. Geht aber ohne Probleme oder merkt man das vom Lauf her, wenn die nehmen werden? Weil irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die sich das überlegt haben. Aber ich... Also es ist nicht wirklich spürbar. Okay. Also, oder es fällt nicht negativ auf. Mhm. Und das heißt, in Dominiks Fall war einfach kein Öldruck mehr da? Genau. War schon alles fritten? Nee, rechtzeitig reagiert, sprich Kurbelwelle und sowas, alles im guten Zustand. Wir haben das jetzt einfach nur einmal Probe gesteckt. Ich bin jetzt einfach gerade am Vermessen. Sprich, der Block ist schon gebohrt, gehohnt, geplant. Die Kurbelwelle ist schon aufbereitet. Und ich habe jetzt einfach den Motor einmal schon grundvermessen und ich mache es dann einfach für mich, das macht jeder einfach ein bisschen anders. Ich montiere einfach einmal einen Motor einmal vor für mich, prüfe das für mich, weil alle Messergebnisse, klar, die ich auf dem Papier dokumentiere, ist das eine, aber ich möchte auch sehen, wie dreht sich die Welle. So, und da hat jeder dann einfach so ein bisschen sein Fingerspitzengefühl, wie das eigentlich drehen muss. Ne? Und das heißt, in dem Fall war einfach nur Lagerschaden, waren einfach alle... Angehend. Also es war noch nicht mal richtig. Nee, es war wirklich rechtzeitig. Dementsprechend konnte man auch die ganzen Pleuelzapfen und sowas, weil noch nichts wirklich angegriffen war, ganz einfach wieder halt herstellen. Ne? Jetzt wollen wir ein bisschen die Modelle untereinander vergleichen. Das heißt, dieser Motor hat auch wieder so ein Modul unten drin oder hat wieder eine klassische Ölpumpe? Der hat eine klassische Ölpumpe, allerdings ein Ventil, was das Ganze noch zusätzlich steuert. Der hat die Ausgleichswellenmodule, beziehungsweise Ausgleichswellen, das ist kein Modul, die sitzen hier. Ach,
krass. Eins hier und hier. Der hat echt zwei komplette Wände da drin. Genau, die sitzen hier so im Motor dran. Grundsätzlich kurz erklären, was diese Wellen machen. Jetzt ist es bei einem Vierzylinder so, dass immer zwei Kolben oben, zwei Kolben unten sind. Also es ist halt wirklich komplett, dass bei einer Kurvelenumdrehung man ja eigentlich nur zwei Bereiche hat, oben, unten und das genau zueinander. Ja. Und das erzeugt natürlich schon eine gewisse, ja, also man würde jetzt denken, es ist keine Unwucht, weil es genau konträr zueinander ist, aber die Bereiche dazwischen laufen natürlich nicht so schön. Und deswegen hat man dann halt diese berechneten Nebenwellen reingemacht, die halt genau das Ganze wieder rund machen. Ne? Genau, es ist halt eine gewisse Schwungmasse, die haben ein Eigengewicht. Genau. So, bei einem 10-Zylinder ist sowas absolut zum Beispiel nicht notwendig, weil man einfach so viele Zündungen pro Umdrehung hat, dass das Ganze einfach wie in einem Eimer konstant durchläuft. Richtig, genau. Okay, das heißt, die Probleme gibt es bei dem gar nicht mehr. Nein. Da ist ölpumpenmäßig alles safe. Ja, es gibt auch vereinzelt Probleme, aber ich sage, das sind auch immer eigentlich Folgeschäden. Also, dass es ein richtig konstruktives Problem gibt bei dem Motor, sage ich nein. Die fahren relativ wenig Öldruck, das muss man dazu sagen. Das heißt, wenn wir die ersten Motoren gebaut haben, dann fährt man doch mal mit dem Öldruckmanometer los. Und was man sich einfach mal auf die Scheibe legt und guckt und beobachtet das Ganze mal, das ist schon eigentlich erschreckend, mit wie wenig Öldruck das eigentlich funktioniert. Weil sie es unten regeln können über das Öl. Genau, die fahren dann wirklich, also Leerlauf sind dann so zwischen 0,8 und 1,2 Bar. Und dann fährt er so mit 1,5 Bar bis fast 3000 Umdrehungen. Mhm. Und dann kommt erst so die zweite Stufe und dann fahren die so 3,5, 4 Bar Öldruck. Mhm. Also gar nicht extrem viel. Ne? Liegt halt einfach daran, dass man da halt schon auf Reibung hinaus war. Ne? Mehr Öldruck, mehr Druck im Motor ist halt immer mehr Verluste. Ja, und definitiv. Dementsprechend will man das halt so gering wie möglich halten. Auf jeden Fall. Für jemanden, der so ein Auto eh nicht Volllast bewegt, sondern halt... Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben ja solche Umbauten dann auch mit über 500 PS laufen, es reicht. Mhm. Viel Öldruck heißt nicht, dass das unbedingt gut ist. Mhm. Ne? Jetzt kommt dazu natürlich auch, dass natürlich auch die Ölpumpe, die, wenn die mehr Druck machen muss, zieht die natürlich auch schon wieder mehr Verlust. Ja klar, selbstverständlich, automatisch. Ist die nur drehzahlgesteuert oder auch lastgesteuert? Nein, die ist fest angetrieben, das heißt, es ist ein festes Übersetzungsverhältnis. Nee, aber das Regelventil, was dahinter ist? Das sieht man... Du meinst, es wird Stufe 1 und 2? Ja, also, das wird einfach nur elektrisch freigeschaltet vom Motor. Ah, okay, das heißt, das kann theoretisch Drehzahl und Last. Theoretisch, genau. Also ist eigentlich freischaltbar in den beiden Stufen. Ja. Hat aber nur zwei Stufen, also kann nur Stufe 1, Stufe 2. Ja, richtig. Geil, okay. Jetzt, was würdest du empfehlen, wenn so ein Motor schon mal auseinander ist und 113er, was machen? Was muss man auf jeden Fall machen und was muss man für welche Leistung machen? Also erstmal serienmäßig, dann sieht man ja, okay, selbst hier ist es kaputt gegangen. Wenn es jetzt nicht ein Schaden aufgrund der Ölpumpe wäre, was kann der E113 serienmäßig? Ich sag mal so, auch natürlich Allgemeinzustand, also wir haben viele Motoren im Bereich, wenn wir jetzt von den großen Motoren ausgehen, das heißt, da ist die Verdichtung schon ein bisschen geringer, so bis um die 400 PS. Mhm. Wir haben auch einzelne laufen, die fahren 420, 430, aber so ungefähr bis 400 PS kann so ein Motor ungefähr. Große heißt, die serienmäßig 300 PS mit dem KW4 haben. Beziehungsweise da hatten die noch nicht 300 PS, das waren dann diese Motoren, 265, 270, genau. Die sind von der Verdichtung her dann auch schon geringer. Die sind dann ein bisschen geringer verdichtet, genau. Und da kannst du halt ein bisschen mehr Zündung fahren und ja. Das heißt, von der Theorie her sind aber beide, egal ob klein oder groß, gleich fest, nur dass halt der große Motor ein bisschen mehr Leistung macht wegen weniger Verdichtung. Genau. Mit diesem einen Hauptaugenmerk, die kleinen Motoren haben Stahlhauptladeblöcke. Das ist bei den wirklich zig Motoren, die wir zerlegt haben, wissen wir, dass halt alle kleinen Motoren diese Stahlblöcke haben. Weil das ist nämlich auch der Motor, der bei uns in dem KTM. Ich sag's mit Absicht richtig, Crossbow drin ist. Crossbow, ja, ich sag auch mal X-Bow. Ich sag weiter, X-Bow ist halt nicht richtig Crossbow, aber ich finde einfach, X-Bow klingt besser als Crossbow. Ja. So, ich muss bei Crossbow immer hier so an Chrysler denken, ne? Ja. So, wie hieß das denn Crossbow? Nee, Crossfire, ne? Egal, ich muss trotzdem den Crossfire denken, weil ich eine 240 PS Basis hatte. Mhm. Da ist nämlich auch der kleine Motor drin. So, und der hält ja auch tatkräftig durch bis heute. Ja. Okay, das heißt, wenn man jetzt über 400 PS will, was kommt dann? Wir haben da mittlerweile einfach so ein Standardpaket, wo wir sagen, das ist über die Jahre erprobt. Wir haben zig Kolben probiert. Wir haben unterschiedliche Lagerschalenhersteller ausprobiert. Und manchmal sind gewisse Sachen, die sich da einfach bewährt haben, die nimmst du dann einfach immer wieder. Und man probiert dann nicht mehr groß rum. Das haben wir einmal am Anfang gemacht. Mittlerweile wissen wir einfach genau, was wir tun. Sprich, ich verbaue dann zum Beispiel bis 500 PS auch noch keine ARP-Bolzen. Mhm. Viele bauen ganz gerne schon Stehbolzen ein. Du hast dann zum Beispiel ein Problem mit diesen richtig dollen Zug, den halt nur dieser Bolzen hat, über das Drehmoment, schrumpft regelrecht die Hauptlagergasse. Und dann hast du oft das Problem, dass du eigentlich die Hauptlagergasse nacharbeiten müsstest. Mhm. Sprich, bei mir kommen dann 12 9er Schrauben rein
und erst over, deutlich über 500 PS, gehen wir dann weitere Steps. Mhm. Und dann sind halt die nächsten Paarungen klar. Du machst immer ein anderes Pleuel rein und du machst immer einen anderen Kolben rein. Mhm. Weil der Kolben hatten wir ja vorhin schon, der ist zwar nicht schlecht, aber das wirfst du dann einfach raus. Es gibt dann doch auch manchmal Probleme mit den Kolben. Das heißt, komplett zerlegen, bohren, hohen Plan. Richtig, genau. Kohlewelle polieren, leppen, ein bisschen wieder fit richten, machen. Genau, haben meistens alle eine leichte Unwucht, genau. Und dann einmal hier genau. Kolbenpleuel rein. Richtig, genau. Das ist in dem Fall ein JE-Kolben, ein I-Schaft-Pleuel in dem Fall, aber das ist einfach eigene Philosophie. Es funktioniert natürlich auch genauso ein H-Schaft-Pleuel oder sowas, ne? Wo natürlich jeder so ein bisschen mit rumexperimentiert, sind dann zum Beispiel Stoßringspiele, zwecks Blow-By und sowas. Da hat natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Theorie. Zum Beispiel Pleuel-Lager technisch fahre ich OEM, aber OEM aus dem 1.8 Turbo. Mhm. Weil Maßhältigkeiten sind halt alles gleich. Sprich, hier kommt, wie auch glaube ich in der S4, die haben ja auch alle Sputterlager, ne? Mhm. Genau. Oben. Die, und gibt es da noch zu kaufen komplett? Gibt es noch, ja. Ist ja bei so Lagerschalen bei Audi und VW. Ne, gibt es noch. Also, gibt es noch. Ja, gibt es noch alles. Okay. Verlichtung, ne? 9,6. Und Serie ist 10? Fangen die großen 9,8, 9,6. Die Angaben variieren wenn du selber ausliterst, weißt du selber. Also du musst hier gar nicht viel Verdichtung runternehmen an den Motoren, weil sobald du Verdichtung dem Ding klaust, sinkt sofort die Effizienz. Mhm. Das heißt, du das Anspulen, wie der Lader kommt und sowas, das ist was ganz anderes. Das heißt, Verdichtung gar nicht so doll anrühren an den Dingern. Ne? Mhm. Das heißt, eigentlich eine recht simple Sache, Kolbenpleuel in den Block rein, Serienwelle, 12,9er Schrauben und Verdichtung genau. 500. Richtig, genau. Ich fahre noch andere Kolbenbolzen. Es gab vereinzelt Probleme bei unterschiedlichen Herstellern, das Kolbenbolzen brechen. Das heißt, ich fahre mal dicke HD-Bolzen, siehst du ja, das sind massive Bolzen. Ne? Und dann ist das wahrscheinlich eigentlich so ein Setup, was für mehr als 500 ist. Ja, ja, klar. Wenn das, du über 500. Ne? Also, wenn du einfach mal guckst, ich hätte hier mal ein paar Kolbenbolzen, die ich nicht eingebaut habe. Ne? Ja, das sind alles die, achso, hier kann man gut den Vergleich zeigen. Ne? Hier sieht man mal so grob, wie die können halt auch so von innen aussehen. Genau, das wär jetzt hier so standardmäßig, ne? Ja, oder so, und hier ist halt, ist deutlich. Genau, sieht man dann halt schon, ne? Genau. Wie ist das so mit Lagerspielen und so weiter? Alles serienmäßig, größer, kleiner? Also klar, es wird immer alles kontrolliert, aber im Prinzip reichen die OEM-Spiele. Sprich, du wirst im Hauptlagerbereich, also mindestens 300stel, eher 400stel im Hauptlager und im Pleuellager so zwischen 500 und 700stel. Ne? Und da hältst du dich eigentlich auch meistens dran. Vermisst ja vorher die Welle, nach dem Schleifen dementsprechend nochmal. Und da brauchst du dann eigentlich auch konstruktiv nichts ändern. Ne? Mhm. Außer angesprochen das Thema, da sind ARPs drin, dann hast du oft, dass die Hauptlagergasse halt dadurch schrumpft. Mhm. Dann musst du halt die Gasse nacharbeiten. Ne? Wir haben beim V6 auch in Anführungsstrichen immer das Problem, M10 Lagergasse. Kannst du eigentlich anziehen, bis der Arzt kommt. Machst du aber mehr als 80, 85 Newtonmeter, ist es tatsächlich auch so, dass sich wirklich die Böcke oval ziehen und dementsprechend zwar links, rechts übertrieben gesagt, du hast dann einfach nicht mehr eine runde Bohrung, sondern an einer Stelle wird die Bohrung halt einfach kleiner. Genau. Ich kann jetzt gerade zur Sekunde gar nicht sagen, ob sie hier kleiner wird oder da kleiner wird. Auf jeden Fall wird sie aber kleiner und ist nicht so gut, deswegen machen wir da auch nicht so viel Saft drauf. Thema Zylinderkopf. Ja. Letzte Sache. Warte, ich hole den hier mal rüber, das ist einfacher. Ja. So, das ist jetzt der Zylinderkopf, der am Ende da reinkommt. Hier sieht man schön, ganz normal, Abgaskrümmer, 4 Rohre. Richtig. Alle gut. Hier ist übrigens, hier kommt das Einspritzventil. Wobei, wie nennt man es eigentlich richtig? Einspritzelement? Ja, Einspritzventil kann man glaube ich schon sagen. Ich glaube auf dem VW-Zetteln, wenn die neu kommen, steht auch Ventil. Weil manchmal sagt man ja Düse, Ventil. Ja, Düse, Ventil. Großer Unterschied ist aber besagt halt, Direkteinspritzer heißt wirklich, dass der Kraftstoff wird direkt hier in den Brennraum eingespritzt. Genau. Sonst alles Serie oder was macht man für 500 PS? Man kann in dem Fall auch schon gerne zum Beispiel andere Auslassventile oder sowas nehmen. Machen wir aber in dem Fall gar nicht. Einfach neu OEM. Aber schon neu. Schon in dem Fall neu, genau. Und andere Ventilfedern. Das empfehlen wir eigentlich immer. Man natürlich irgendwann einen gewissen Abgasgegendruck, weil man einen gewissen Ladedruck hat, gibt es teilweise Probleme mit flatternden Auslassventilen. Mhm. Und deshalb auf jeden Fall in dem Zuge immer gleich Ventilfedern halt mitmachen. Ne? Einlass und Auslass aber. Wir machen dann immer Ein- und Auslass. Genau, Auslass ist aber eigentlich das konstruktive Problem. Wo liegt man hier ungefähr preislich? Mit so einem Kopf machen. Nur so roundabout, dass man mal so eine ich Summe sag mal so ab 5 Böller ungefähr, so roundabout. Das heißt 5000 Euro für 500 PS. So da fängt es an. Von früher. Aber da muss man dann halt immer das Einzelne sehen, was ist verschlissen.
Ich kann eigentlich immer sagen, bei den Motoren Einlassventilführungen sind zum Beispiel meistens nicht verschlissen, Auslassventilführungen sind tot, das heißt, die werden ersetzt. Wegen Thermik einfach. Genau, das heißt, immer, immer wenn du natürlich die Führung machst, musst du natürlich die Sitzkontur drauf anpassen, sprich nachschneiden. Ne? Das heißt, man muss an der Stelle fairerweise auch sagen, für die 5000 Euro gibt es nicht nur 500 PS Tuning, sondern halt auch einen komplett revidierten Motor. Genau. Kann man so einen Motor neu kaufen bei VW? Also kann man bestimmt? Theoretisch ja. Aber klar. Wird wahrscheinlich auch was kosten, ne? Ist wahrscheinlich teurer wie der Tuning-Motor halt, im Endeffekt, ne? Genau. Also wir blenden auf jeden Fall hier, wir recherchieren das mal, blenden mal eine Zahl an. Mein Bauchgefühl sagt mir einen eigentlichen Rumpfmotor, das heißt Block mit Kopf. Ja, ich habe noch nie einen gekauft. Ich würde sagen, aber zwischen 6 und 8. Ich glaube, ein blanker Kopf, also wirklich nackt, kostet schon 1500. Keine Nockenwelle, nichts. Das hätte ich auch gesagt. Ne? Das habe ich schon mal irgendwann mal gekauft. So, aber ich hätte gesagt, so 6 bis 8 würde er. Ja, bestimmt. Sein. Genau. So, also allein bei eBay Kleinanzeigen, wenn du nach einem Austauschmotor guckst, ja. BYD oder CDL, bist du bei 4.500 Euro für einen mit 70.000 gelaufen. Ja. Er muss natürlich rettbar sein, das heißt, es darf kein Loch drin sein und es darf nicht alles so Kernschrott sein, dass halt gar nicht mehr geht, weil wenn erstmal das Kolben abgerissen ist, also ein Pleuel abgerissen ist und der Kolben im Brennraum steckt, ist halt... Dann ist halt Feierabend, ne? Aber wie jetzt zum Beispiel hier war es überhaupt gar kein Problem, ne? Nockenwellen bleiben aber Serie. Nockenwellen bleiben Serie. Okay. Da gibt es nochmal einen Unterschied bei den Nockenwellen zwischen großen und kleinen Motoren, aber das ist jetzt nichts Gravierendes. Genau, bleiben aber Serie. Okay. Genau. Alles weitere... Was zu dem Auto noch kommt, also ich sag jetzt mal die ganze Peripherie, die noch angebaut werden muss, Krümmer, Lader, Ladeluftkühler, bliblablub etc. ist dann ja schon noch ein bisschen mehr, auch gerade so kraftstoffsystemmäßig. Klar, auf jeden Fall. Würde ich einfach sagen, seht ihr im nächsten Video, wenn euch das Ganze interessiert. Ich denke mal schon, weil die TFSI-Technik ist halt einfach weit verbreitet. Ja, weit verbreitet und halt auch der VW-Motor so. Absolut. Fünf Zylinder. Natürlich noch NASA etc. umso krasser, aber halt natürlich auch in der Tasche immer gleich eine ganz andere Nummer. Ne? Auf jeden Fall. So, ne? weil da alleine die Grundpreise sind einfach eine ganz andere Nummer. Das heißt, ich würde sagen, da machen wir im nächsten Video dann weiter. Dann ist auch der Motor wahrscheinlich eingebaut. Ja. Drin, läuft, Prüfstand, Abstimmung. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen mal in die MED neu reingucken. Zum Beispiel. Haben wir auch noch nicht oft gemacht. Klar. Und ich würde sagen, danke für deine Zeit. Gerne. Alles Weitere sprengt den Rahmen, wenn wir jetzt zu sehr auf alle technischen Raffinessen gehen. Das heben wir uns lieber auf, weil wir haben ja noch so ein paar andere Motoren hier rumstehen und es soll ja auch nicht langweilig werden. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.